Wein-Events. Was sind denn Wein-Events? Heulen dann alle oder was? Man wird halt in der Zwischenzeit noch auf den einen oder anderen Wein zusätzlich eingeladen. Trotzdem geil. Oh. Nein, ist es nicht. Also, auf zum Erste-Hilfe-Koffer. Einen wunderschönen guten Tag aus Bingen am Rhein. Das ist der Rhein. Wir befinden uns noch an dem Campingplatz Hindenburgbrücke, wo wir gestern abgestiegen sind. Ich habe ja gleich für 2 Nächte gebucht, damit ich mal einen Ruhetag habe. Das hier scheint die Hindenburgbrücke gewesen zu sein. Also die Hindenburgbrücke ist leider hin. Vielleicht schon länger. Ich kenne die Geschichte dazu nicht. Ich wollte heute wirklich einen Ruhetag machen, wirklich, also so mit zu Hause bleiben, also am Zelt, Radius 20 Meter. Jetzt habe ich aber gesehen, dass hier ein wunderschönes Naturschutzgebiet anfängt. Ich bin nämlich vorhin mit dem Hund mal hier kurz ein paar Meter gelaufen. Und außerdem habe ich gesehen, dass der leckere Weißwein, den ich gestern hier getrunken habe, 6 Kilometer in die Richtung ist. Wir machen jetzt ein bisschen die Scenic Route raus, mit Rucksack und Hundrucksack. Es werden jetzt 10 Kilometer Hinweg. Plus 10 Kilometer Rückweg. Was tut man nicht alles am Ruhetag? Immerhin ruht das Fahrrad. Ja, Mission ist es, eine Flasche Wein zu kaufen. Wahrscheinlich werden es eher 2 bei dem langen Weg. Und dann werde ich die mit meinen Nachbarn nachher trinken. Das Bier hat der Hund getrunken, das war nicht ich. Willst du da mal rein? Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Also UNESCO Welterbe gestern, das war ja schön und gut, aber ich bin auf jeden Fall Fan von Naturschutzgebiet. Nein. Ich glaube schon, ja. Versucht das da zu bleiben. Da bleiben. Ja, bleib da. Und komm. Ja, der Weg verläuft ein bisschen offroad. Aber da ist Schatten. Na, da lang. Komoot glaubt, das hier wäre ein Weg. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt der Weg ist. Naja, in die Richtung müssen wir. Wein Gerhards. Weinverkauf da. Winothek. Wein-Events. Was sind denn Wein-Events? Heulen dann alle oder was? Mission Weinflaschen kaufen erfolgreich. Willst du noch was trinken hier? Wasser? Hunde trinken Wasser. Doch, da steht bei Wikipedia. Alter, du bist, da kriegst halt die Blume. Leider ist es so, bei so einem Winzer, dass man nicht einfach da reingeht und sagt, hallo, ich hätte gerne diese Flasche und diese Flasche. Und die dann bezahlt und dann wieder rausgeht. Sondern man wird halt in der Zwischenzeit noch auf den einen oder anderen Wein zusätzlich eingeladen. Wirklich super herzlich, super nett. Und tatsächlich, Mann, ich habe für eine Flasche Wein, ich kenne mich mit Weinpreisen nicht aus, aber ich habe für eine Flasche Wein für die eine 4,20 Euro bezahlt und die für die andere 5,10 Euro oder sowas. Der Vater oder der Opa der Besitzerin, der hat wohl den Grundsatz gehabt, dass eine Flasche Wein immer nur so viel kosten darf, dass auch der Ärmste sich jeden Tag eine Flasche leisten kann. Finde ich äußerst sympathisch und ja, ich habe jetzt 2 Flaschen. Mal gucken, ob die heute Abend noch da sind. Ansonsten liegt es hier morgen auch tatsächlich auf meinem weiteren Weg. Es wäre halt tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Campingplatz hier. Nämlich nicht hier, sondern, wie nämlich gerade gesagt, ich kann mich auch da oben in die Weinreben setzen. Und mein Zelt quasi in den Weinreben aufbauen. Vielleicht mache ich das auch wirklich morgen. Dann habe ich zwar nicht so viele Kilometer gemacht, aber immerhin 6. Reicht doch. Jetzt geht es wieder zurück, wenn ich wüsste, wo das war. Ich glaube, da runter. Ich hatte nämlich eben Bauernhof gesehen, wo es Produkte vom Bauernhof zu erwerben gibt. Nämlich ganz speziell Pflaumen für 2 Euro.
Ich werde ihn mir jetzt gleich mal einverleiben. Tja, wer zu spät kommt, den bestraft das leere Regal. Eben war das noch voller Zwetschgen und Tomaten und allem. Vielleicht haben die es auch einfach eingeräumt. Vielleicht gehe ich mal fragen. Die haben leider Feierabend gemacht gerade. Und sind gerade ins Haus gegangen. Ich finde hier auch keine. Doch, da, da kommt Zwetschgen. Oh, neue Zwetschgen. Oh, neue Zwetschgen. Ja. Neue Zwetschgen. Die wurden ja gerade mal runderneuert und überprüft. Wir werfen da jetzt 2 Euro rein. 50, 50, 1 und 2. Und damit sind wir rechtmäßiger Besitzer. Boah, das ist ganz schön viel. Egal, die Hälfte davon esse ich auf dem Weg, dann ist es nicht so viel zu schleppen. Mmh. Warte. Warte. Mmh. So. Mmh. Mmh. In der Mitte übrigens ist der Kern, den kann man nicht mitessen. Mmh. 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 Lecker. Ha, ich muss schon sagen, mal wieder zu Fuß unterwegs zu sein, ist auch mal wieder richtig, richtig, richtig schön. Kommen ein bisschen Erinnerungen vom Gefühl an den Weserradweg, der ja der Auslöser für diese Fahrradreise war, weil das mit zu Fuß zwar total toll ist, total intensiv, aber wenn mal was schief geht, Supermarkt hat geschlossen, Restaurant hat geschlossen, bist du zu Fuß ziemlich aufgeschmissen. Ich glaube aber, dass ich das mal wieder ein bisschen öfter mache, weil das ist schon ein viel intensiveres Erlebnis. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo Bingen ist, und durch die ganzen anderen vielen Orte bin ich ja einfach nur durchgeradelt. Ich habe auch viel erlebt, viel gesehen, ja, aber heute mal hier ein bisschen schön durch die Natur wandern. Ah, das gefällt, das gefällt, das gefällt. Die Versuchung ist so groß, ich werde es mal direkt vom Baum probieren. Einmal, eine einzige, nur eine. Hm, sind die gleichen. Hm, die sind schon ein bisschen reifer. Mhm, schmecken besser. Mhm. Zwetschgen, Leute, Zwetschgen. Mhm. Mhm. Schmeckt nach Wurm, oder ist auch ein Wurm drin? Ups, das da ist übrigens der Wurm. Egal, die andere Seite kann man trotzdem essen. Ich habe den Wurm eh schon gegessen. Naja, das schmeckt man. Das hat sich, der Geschmack hat sich seit der Kindheit nicht verändert, wenn ein Wurm drin ist. Egal. Trotzdem geil. Oh. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Dieser fiese Ast hier hat es irgendwie gerade geschafft, dass mein Bein jetzt blutet. Was ich schrecklich finde. Also, auf zum Erste-Hilfe-Koffer. Der Erste-Hilfe-Koffer kommt immer als erstes in den Rucksack, weil der Rucksack hat hier unten ein Fach, wo man an die Sachen eigentlich dann relativ einfach rankommt. Kommt man auch. Emergency, los, das muss alles viel schneller gehen. Und der müsste die Kamera mal halten. Danke, Bein. Und was wir brauchen ist Propolis-Tropfen. Tatsächlich mein Allheilmittel. Wenn ich irgendwelche Verletzungen in der Natur habe, ist es echt schwer da ranzukommen, dann haue ich da ein paar Tropfen Propolis drauf. Erstens, also das ist aus Bienenwachs gemacht. Erstens brennt das schön. Das ist schön angenehm. Ja, das mag er. Oh ja. Schön. Und zweitens trocknet das jetzt. Und dann ist diese Runde versiegelt. Das ist ja das, was unser Blut durch die Gerinnung letztendlich auch macht. Und drittens ist es auch noch antibakteriell und anti-alles. Haha, das brennt. Puh, das brennt. Aber das ist wirklich der Geheimtipp schlechthin. Da ist ein Hund. Da vorne ist ein Reh. Die Situation wäre vor einem Jahr noch eine Katastrophe gewesen. Ich hätte ihn garantiert an die Leine nehmen müssen. Er hat auch schon Hunger. Sehr straffe, angespannte Körperhaltung. Aber da ich weiß, dass dieser kleine schwarze Hund Barney hier bleiben. Hier wird kein Reh gefressen. Oh. Also tatsächlich vor einem Jahr wäre Barney jetzt schon da und würde die jagen. Mittlerweile weiß er aber ziemlich genau, dass er dann von mir auf die Fresse kriegt. Ja, die Erziehung hat geholfen. Hat sie. Das ist übrigens ein eifersüchtiger Hund. Wenn ich hier die Pferde streiche, dann ist der Hund eifersüchtig. Hallo Pferd. Oh nein, ist der eifersüchtig? Ist er eifersüchtig? Ja, okay. Heul doch.
Die Brücke kenne ich, das ist die von dem Hindenburg. Ja, das heißt, wir sind jetzt gleich wieder am Campingplatz. Kleine Tagesaufgabe abgeschlossen, Wein haben wir geholt. Leider habe ich das mit dem Hundefutter ein bisschen versaut. Für heute habe ich noch genug, morgen muss ich dann irgendwie mal eine Lösung finden oder ich bin heute noch im Supermarkt. Ich denke aber, dass ich mich gleich mit meinen Nachbarn den mitgebrachten Flaschen Wein widme und dementsprechend aus Jugendschutzgründen heute keine Videos mehr drehen werde. Ihr solltet bitte an die drei Dinge denken. Like, Abo, Glocke. Ich denke jetzt daran, dass es nichts gibt, woran ich denken muss. Ja, bis bald. So sieht der Hund aus, der auch gerne Spießbratenbrötchen haben möchte. Leider ist das nur für Menschen, aber dafür mit Aussicht. Trauriger Hund. Oh nein, niemals kriegst du was, auch nicht wahr? Niemals, oder? Nein, nicht mal ein kleines bisschen. Vielleicht, wenn du platzt. Wenn Hunde platzen, könnten sie vielleicht was abkriegen. Nee, ich hab mich geirrt, kostet auch nichts. Nein, der Spießbraten ist wirklich geil. Richtig lecker.